alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Mechanism Tutorial. In dieser Episode schauen wir uns die Precision Sawmill an und die wird folgendermaßen gecraftet. Wir brauchen 4 Iron Ingots, wir brauchen 2 Infused Alloy und 2 Basic Control Circuit und ein Steel Casing. Also vom Crafting her auf jeden Fall relativ einfach gehalten. Wir brauchen wieder Strom, wir schließen das dann an unser Stromnetz einmal an. Und haben jetzt die Möglichkeit, aus ganz normalem Holz, also anstatt 4, wir können ja mal gucken, wenn ich jetzt dieses Holz ganz normal im Shaped Crafting halt verarbeite, erhalte ich 4 Planken pro Holzstück und hier erhalte ich insgesamt 6 Stück. Und ich habe noch die Möglichkeit auf einen Zusatzdrop, nämlich Sawdust, welches ich dann entsprechend noch weiter verarbeiten kann. Ansonsten kann man natürlich auch einige andere Holzgegenstände, wie zum Beispiel Chests, zum Beispiel halt noch weiter verarbeiten oder ein Bett oder haben wir hier nochmal ein Bett oder eine Tür oder ein Zaun oder ähnliches. All das kann ich natürlich in der Sawmill weiter verarbeiten, sodass ich damit auf jeden Fall noch weitere Holzplanken auf jeden Fall erhalte. Und da sehen wir, haben wir auch schon auf jeden Fall einen Sawdust bekommen. Wir können das Ganze auf jeden Fall noch mit Upgrades ausstatten. Wir sehen hier bei Mechanism, welche Upgrades auf jeden Fall möglich sind. Muffling, Speed und Energy. Die machen auch meines Erachtens am ehesten Sinn. Und ansonsten können wir natürlich noch immer entsprechend das zu einer Factory hoch upgraden. Zu einer Basic Sawing Factory oder einer Advanced Tier Factory. Advanced Sawing Factory mit dann insgesamt 5 Slots. Autosort können wir wieder anstellen. Ich kann natürlich eine Elite Tier oder eine Elite Sawing Factory draus bauen oder eine Ultimate Sawing Factory mit entsprechend dann 9 Slots. Und wo ihr seht, dass sich dann auch die die Holzblöcke entsprechend verteilt haben und dann halt jedes einzelne eine Operation dann an sich halt darstellt. Kostet allerdings auf jeden Fall ein bisschen mehr Energie, muss man auf jeden Fall ganz einfach so sagen, aber trotzdem noch mit 20 Forge Energy pro Tick auf jeden Fall noch ziemlich wenig. Und damit ist auch schon durch und ich bin auch schon durch und würde mich freuen über ein Like, ein Abo und bis demnächst. Tschüss.